Die Schweizerische Bundesverfassung darf ich klar und deutlich meine freie Meinung äußern. Und laut der Schweizerischen Bundesverfassung ist verboten, die Wohnungen so zu schänden. Das hat sogar ein Polizist gesagt. S. Hard. Gell? Und wenn ich euch wäre, würde ich langsam aufpassen. Hm? Und ich kann glauben, was ich will. Ich bin keine Kirche, nicht mal in einer Freikirche. Aber ich werde von verschiedenen Religionsgruppen auch noch verfolgt. Nur, dass sie das auch noch wissen. Das ist nicht strafbar, an Gott zu glauben. Aber die müssen nicht schwören und singen, Gott im Herrn, im Vaterland, gell? Ich habe vielleicht einen Rucksack mit Schweizer Kreuz drauf. Viele haben ein Auto mit einem Schweizer Kreuz hinten drauf oder zwei Schweizer Kreuzer. Ja, die sind richtige Patrioten, verhaftet oder was? Ja? Wie lächerlicher seid ihr, was für Witzfiguren seid ihr eigentlich? Ja? Aus welchem Kelch habt ihr eigentlich gesoffen? Ja? Wisst ihr, wie viel Leid, dass die mir hier Unschuldig durch den Dreck gezogen haben und dann Holocaust betreiben? Weil klar, in der Schweizerischen Bundesfassung genau so geschrieben ist worden, dass es eben nicht passiert. Ja? Das ist eine Nazi-Technik, was ihr hier macht. Die hat mir offiziell Volksetzung gemacht. Ja? Die hat mir ganz unschuldig durch den ganzen Dreck gezogen, was ihr nur machen können. Ja? Nicht wahr? Das ist unverzeihlich, was die mir angetan haben. Die hat mich nicht nur bestohlen, die hat nicht nur mein Privatleben geschändet. Für mich sind die Huren Söhne und Huren Töchter. Das ist meine freie Meinung. Ja, der Füße ist gross, die Zimmertür ist eng. Ja. Denkt daran. Jeder nach seinen Werken. Denkt daran.